Van harte welkom bij de slotbijeenkomst Waddenagenda 2.0 hier vanuit het Forum in Groningen. Und liebe deutsche Gäste, hallo und herzlich willkommen hier bei der Abschlussveranstaltung der Waddenagenda 2.0. Und wir sind hier in Groningen beim Forum. Mooi, zeggen we hier in Groningen. Goed u allen te spreken. Inderdaad, ik ben 2 weken gedeputeerde, vers begonnen. En in deze 2 weken heb ik al mogen leren en horen over alle prachtige dingen die we samen in onze beide landen, in onze 3 landen, voor de Waddenzee, in de Waddenzee, rond de Waddenzee aan het doen zijn. Dankjewel, Johan. Ich begrüße Sie alle recht herzlich zur Abschlussveranstaltung des Interreg-Förderprojektes Waddenagenda. Als Vorsitzender der Ems-Dollard-Region definiere ich den besonderen Stellenwert der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit unserer Region in ihren Funktionen als Laboratorium. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Ende 2018 hatte ich das große Vergnügen, an der Abschlussveranstaltung des Projektes Waddenagenda teilzunehmen. Damals habe ich Ihnen einen symbolischen Förderbescheid über die geplanten EU-Fördermittel sowie über die Kofinanzierungsmittel des Landes Niedersachsen für das Nachfolgeprojekt Waddenagenda 2.0 überreicht. Die Themen: nachhaltiges Eventmanagement, bürgerschaftliches Engagement, die Verringerung von Lichtverschmutzung, die Verknüpfung von Natur und Kultur, smartes Wattenmeer, die Barrierefreiheit in der Wattenmeerregion, nachhaltige Mobilität und die Entwicklung einer grenzübergreifenden Wattenmeeridentität. Ja, genau so machen wir das. Wir haben einen Leitfaden mit 10 verschiedenen Handlungsfeldern und 90 verschiedenen Maßnahmen erstellt, wo Punkt für Punkt aufgelistet ist, dass derjenige, der eine Veranstaltung plant, der genau nachgucken kann, was gibt es denn für Alternativen, was gibt es denn für Toiletten. Eine einfache Checklist, die aber weit verbreitet wird, die mit vielen diskutiert und verbreitet worden ist. Und insofern sehe ich das als einen wirklich innovativen Schritt, dass jeder, und wir kennen sie ja gar nicht alle, die eine Veranstaltung planen, aber jeder in der Lage versetzt wird, wenn er sich darum kümmert, was ist mein persönlicher Beitrag, dann hier nachzuschauen, für seine Veranstaltung dies auch umzusetzen. Na, die Style Guide, dat is in principe een soort magazine waarin wij in verschillende onderwerpen een soort van een leidraad voor de ondernemer, voor de toeristische ondernemer geven. Hoe zij hun restaurant, bed and breakfast of een menukaart kunnen aanpassen zodat het in de stijl met de Waddenzee een mooie combinatie geeft. En daarnaast is het ook nog heel mooi dat wij voor Nederland een samenwerkingspartner gevonden hebben. Dat is de Waddenvereniging, die dus de Style Guide in Nederland meenemen in hun gastheercursussen. Waar dus de ondernemers die al affiniteit hebben met de Waddenzee ook nog daarmee verder kunnen werken. Ja. Dus dat is heel mooi dat dit product ook echt voortdurend gebruik gaat vinden. Der Gedeputierte Hamster hat es ja gesagt, Zusammenarbeit ist wichtig, nachhaltige Zusammenarbeit, wir stehen dafür, die Dollardroute ist ein grenzübergreifender Verein und wir sind schon seit 26 Jahren im Tourismus tätig und unsere Themenroute ist natürlich in erster Linie für Radwanderer ausgelegt, die mehrtägig von Hotel zu Hotel die 300 Kilometer am Weltnaturerbe Wattenmeer bewältigen. Ja, das. En, maar ja, het is heel mooi wanneer bewoners eigenlijk heel erg betrokken zijn bij hun eigen omgeving. Waar ze fijn wonen, fijn recreëren en dat ze dus zich daar ook zorg voor dragen. En we hebben ook gekeken van hoe kunnen wij daar ook eigenlijk invulling aan geven. Dus we hebben een aantal beach cleanups georganiseerd. En we merkten dat dat eigenlijk heel erg aansloeg. De populariteit was heel hoog. Het was ook best wel spannend, omdat het natuurlijk plaatsvond in de tijd van corona. Dus we zagen dat er een grote mensenmassa op afkwam eigenlijk. Maar het kon allemaal op een goede manier.
Wir haben gesagt, das muss auch mal ein bisschen Spaß machen, sowas zu entdecken, zu sensibilisieren. Es ist ein sehr ernstes Thema, aber es ist ganz wichtig, sowas auch Kindern schon nahezubringen. Und so haben wir eine App entwickelt, eine Gamification-App für Smartphone, ein tolles Spiel, was jeder mal ausprobieren sollte, ist in allen Play- und App-Stores zum Download bereitgestellt und wir gehen spielerisch an das Thema Vermüllung der Meere ran und wir haben dann gesagt, das Weltnaturerbe ist so wunderbar und einzigartig, wir machen mal Gebärdensprachvideos. Also wir erklären Ebbe und Flut, wir erklären die Small Five, also die kleinsten Bewohner des Weltnaturerbes Wattenmeer, wir erklären das Wattenmeer in insgesamt mal in Gebärdensprache und natürlich eine Wattwanderung. Das heißt, für jeden, die Mobilität muss für jeden zugänglich sein, unabhängig vom eigenen Auto. Und auf dem Weg zu einer nachhaltigen Tourismusdestination ist die Mobilität entsprechend auch eine Schlüsselaufgabe. Deswegen haben wir mal geguckt, wo stehen wir gerade eigentlich? Haben eine Status-Quo-Studie gemacht, um uns Überblick zu verschaffen über die Geschichten, die schon vor Ort laufen. Het UNESCO Wereld Erfgoed Waddenzee is een hele mooie destinatie, een hele mooie bestemming. En je ziet gewoon aan de manier waarop wij dat nu vandaag bespreken, dat je heel veel met elkaar moet afstemmen, gewoon moet organiseren. Dus als we het gewoon in het Nederlands zeggen, bestemmingsorganisatie, ja. Dan zijn we gewoon met elkaar eigenlijk aan het kijken van, ja, hoe kan je nou dit mooie gebied... Hè, dit, te zeigen, wie kan man gemeinsam in grenzübergreifender guter Zusammenarbeit und Abstimmung da einen Beitrag zu leisten. Dafür ist sicherlich Raum in den neuen Interreg-Programmen und da würden wir uns auch freuen, wenn dann eine neue Zusammenarbeit entsteht und wenn diese Zusammenarbeit auch insbesondere wächst. Auch das ist ein Ziel von Interreg und dieser Förderung, nicht nur Bestehendes zu fördern, das haben wir einmal gemacht, sondern diese Zusammenarbeit soll wachsen, die Themen sollen wachsen und die Beiträge sollen auch wachsen. Ja, dieses Projekt endet, aber wir haben ja gerade eine Einladung bekommen, ein neues zu kreieren, wir sind da mitten dabei. Wir haben natürlich, fühlen uns da sehr bestärkt, dass wir da auch weitermachen, weil der Projektverbund und die vielen Fragen, die jetzt hier sozusagen über unsere Grenze zwischen Groningen und Ostfriesland an der Stelle ja wirklich mit Leben gefüllt worden sind, auf die große Bühne gebracht werden sollen. Da müssen wir unterstützen. Dankjewel für die Introduktion und auch heel leuk om hier weer in Groningen te staan. Viel besproken, viel, wie weet, hebben jullie deze afbeelding al gezien. Mijn missie is om duurzame strategieën en concepten te ontwikkelen. Een festival niet alleen circulair kan worden, maar zelfs regeneratief. Afval? Afval bestaat niet, want het is een concept. Afval is een concept. Als jij een... En in deze container wordt urine geconverteerd naar drinkwater of drinkbaar water. Een inspirerende bijeenkomst, een inspirerende Waddenagenda. En u kunt hem natuurlijk altijd bekijken op Wadden, op de website van de Waddenagenda. Net zoals deze uitzending. Deze uitzending is daar ook terug te zien. En wilt u anderen daar deelgenoot van maken, dan kan dat natuurlijk altijd. Ik zeg hier vanuit alle deelnemers en vanuit iedereen die heeft samengewerkt, fijn dat u heeft gekeken en we zetten het goede werk voort. Dank u wel.